ein bisschen dunkel. Moin Leute, was geht? Mein Name ist Ludogamescom auf der Sony PlayStation 4 und heute geht es mal um Pfefferspray und die Handhabung von Pfefferspray. Pfefferspray ist ein sehr reizender Wirkstoff, der hier enthalten ist. Capsimum, oder wie das heißt, Capsaicin ist, glaube ich, drin. Und wenn man das in die Augen bekommt, dann schwellen deine Augen zu. Deine kompletten Augenlider schwellen zu und du hast einen unglaublichen Schmerz. Wie handhabe ich jetzt Pfefferspray? Es kommt immer darauf an, was für ein Pfefferspray du hast. Ob du jetzt ein Fogspray hast oder ob du ein Strahlspray hast oder auch Jetspray genannt. Das ist jetzt Jetspray, das ist also nicht so wie Deo, sondern das ist ein ganz glatter Strahl, so dick wie ein, halb so dick, also so wie ein Strohhalm, muss man sich das vorstellen, nur ein bisschen dünner. Ein ganz glatter Strahl kommt da raus und er reicht 4 Meter weit und man muss einfach nur das Ding gerade halten. Zirk, so ungefähr müsste das sein. Ihr müsstet das sehen eigentlich jetzt. So müsste das relativ gerade sein und dann einfach abdrücken und den Strahl noch in die Augen korrigieren und der Gegner ist K.O. Ich habe schon selbst getestet, Pfefferspray ist verdammt aggressiv und da macht ihr gar nichts mehr. Der Schmerz haut euch erstmal richtig um. Wenn ich jetzt eine Waffe in der Hand hätte, Alter, ich würde die sofort fallen lassen, weil es so weh tut und die Augen bleiben geschlossen. Sie schwellen an. Man sieht nichts, man ist wirklich zu 100% blind. Ich habe natürlich auch schon versucht, die Augen irgendwie zu öffnen. Du hast da keine Chance, deine Augen zu öffnen. Pfefferspray. Ein ganz tolles Produkt. Beim Schießen müsst ihr immer darauf achten, dass ihr die Dose sehr stark festhaltet. Die Hand gerade, nicht irgendwie so grüppelig, sondern fest, gerade und zielsicher. So muss das aussehen. Und schießen. Ich habe hier sogar noch eine Halterung. Das sieht man hier. Ich kann also dieses Ding überall reinstecken. Ich könnte es in die Hosentasche stecken, auch offen tragen. Wobei Veranstaltungen darf man Pfefferspray nicht offen tragen und auch nicht beiführen. Das heißt, du darfst überall Pfefferspray offen tragen. Du kannst in den Supermarkt gehen, mit dem Pfefferspray hier in der Tasche so offen tragen, im Zug offen tragen, kein Problem, kein rechtliches Problem. Polizei könnte die anhalten, die gucken da, ob auch Tierabwehrspray draufsteht, muss ja in Deutschland draufstehen, sonst ist es illegal. Aber sonst ist alles super. Und dieses Pfefferspray ist richtig cool und ich habe es immer dabei. Immer, 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 immer. Und ich bin ganz klar darauf vorbereitet, ich habe genug Übung, ich setze dieses Pfefferspray ein und bin da auf jeden Fall bereit. Ja, das war's auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ich übrigens auf der PlayStation 4 meine Ohren leuchten. Geil. Wenn ihr es kaufen wollt, könnt ihr es bei Amazon machen. So heißt es. Pfefferspray. Pfeffer K.O. Chat. Strahl. Ein sehr gutes Produkt. Ist sehr wirksam. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, bei Amazon kaufen bitte. Dankeschön. Ciao.